Die neue Handelswoche startet mit einem Flashcrash bei Gold, das in wenigen Minuten 100 Dollar verliert, sich dann aber wieder deutlich erholen kann. Was ist da los? Wir wollen anhand des Goldpreises, der Situation um Gold, ein bisschen das größere Picture entwerfen. Was ist da eigentlich los an den Märkten? Startend eben mit dem Goldpreis. Hier sehen wir, da ist in wenigen Minuten mal eben 100 Dollar Preisabfall zu konstatieren gewesen. Da sind Stops geflogen, 4 Milliarden Dollar Notional oder 24.000 Kontrakte, die wahrscheinlich glattgestellt wurden. Da hat es wahrscheinlich jemand erwischt. Wir sind jetzt unter den Stand von März diesen Jahres gefallen, unter die 1680er Marke zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich war das auch der tiefste Stand seit Juni 2020, können uns seitdem aber deutlich erholen, wieder deutlich über 1700 Dollar das Edelmetall. Was ist da los? Ja, wahrscheinlich Stop-Losse. Und wir müssen eines sehen am Freitag, die US-Arbeitsmarktdaten. Besser als erwartet. Das hat die Erwartung genährt, dass Tapering passieren wird. Auf der einen Seite, also die US-Notenbank die Anleihekäufe zurückfährt, beginnt zurückzufahren, genauer gesagt. Und auf der anderen Seite geht der Markt davon aus, dass, naja, die Inflation ein bisschen temporary sei. Man hat also das Mantra der Fed übernommen. Stimmt das? Genau das ist das Problem, das Gold hat. Würde sich die Annahme durchsetzen, dass eben die Inflation nicht temporary, sondern ein Phänomen ist, das etwas dauerhafter ist, dann würde der Goldpreis wahrscheinlich anders aussehen. Jetzt kam im asiatischen Handel dazu, dass das extrem dünn ist, war gleich zur Handelseröffnung. Also da ist natürlich möglicherweise vielleicht auch das eine oder andere Interesse im Spiel. Ich hatte hier diesen Chart oben schon mal gezeigt. Realrendite und Gold folgen normalerweise. Dadurch, dass am Freitag die Arbeitsmarktdaten stark waren, sind die Anleiherenditen, die vorher meistens gefallen waren, wieder gestiegen. Das hat dann die Realrendite weniger negativ gemacht. Und dadurch hat sich die Lücke hier ein bisschen verringert. Die 10-jährige Realrendite hier invers dargestellt. Und so kam eben diese Bewegung, die wir da in Minuten gesehen haben, zustande. Dauerhaft, nachhaltig diese Bewegung. Mal sehen, die 1680 ist als Unterstützung noch intakt bei Gold. Aber schauen wir uns mal an, warum eigentlich die Anleiherenditen gefallen sind, um hier das Big Picture mal zu zeichnen. Dann sehen wir ja, der Economic Surprise Index von Citi, der ist konstant rückläufig. Die US-Arbeitsmarktdaten waren jetzt mal ein Ausreißer, so ein bisschen nach oben. Es war ja nicht so, dass sie jetzt alle Erwartungen gesmasht hätten geradezu. Es war etwas besser als erwartet. Aber wir sehen hier, die Daten sind doch eher schwächer reingekommen. Und wir sehen, dass die 10-jährige Anleiherendite, der Chart hier unten, dann einen Boden gefunden hat. Hier etwa knapp bei 1,13%. Und jetzt sind wir an dieser 1,30% Marke. Das wird sehr wichtig sein, ob die Anleiherendite da drüber kommt. Denn da hängt vieles dran an diesen Anleiherenditen. Renditen. Dazu gleich mehr, aber schauen wir uns mal an, warum sind denn die Anleiherenditen gefallen, warum sind die unter Druck gekommen? Das liegt unter anderem daran, dass die Amerikaner gar nicht mehr so viele Anleihen emittieren, also rausbringen, während gleichzeitig die Fed ja QE betreibt, also hier für viele Milliarden Dollar pro Monat eben Anleihen kauft. Und jetzt hat die Fed eben mehr Anleihen gekauft, als neu auf den Markt gekommen sind. Das heißt, wir haben tendenziell eine Knappheit von Anleihen. Und das erklärt wahrscheinlich auch diese massiven Reverse Repo Volumina, die wir zuletzt gesehen haben. Ja, jetzt über eine Billion mal gesprungen. Und die Amerikaner haben sich zwischen Februar und Juni ja mit 1,3 Billionchen mal eben verschuldet. Das alles wurde bezahlt durch ein Konto des US-Finanzministeriums bei der Fed, das jetzt deutlich zurückgeht, eben weil damit die Schulden bezahlt werden. Das alles ist also der größere Zusammenhang. Gold leidet unter den fallenden Renditen. Dadurch wurde die oder den realen Renditen, das hat alles mit allem zu tun, könnte man sagen. Und so müssen wir eben das auch sehen. Und das zieht sich dann auch oder bezieht sich dann auch auf die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den Russell 2000 in Relation zum Nasdaq 100. Russell 2000 gilt als Value. Naja, Value hier eher eine Umschreibung, da fast die Hälfte der Unternehmen in diesem Index Verlust machen. Aber hier, das ist praktisch, Russell zu Nasdaq ist praktisch Value zu Growth. Und wir sehen, wenn die 10-jährige US-Anleiherendite fällt, dann läuft der Nasdaq besser als der Russell. Also
dann sehen wir, dass Value unter Druck kommt und Growth eher gut läuft. Also diese Anleiherenditen sind irgendwie der Anker letztendlich für die Märkte, muss man derzeit sagen. Aber jetzt haben wir gesagt, die Fed will Tapering betreiben. Kann sie das überhaupt? Ja, das wird sie können, aber kann man die Zinsen anheben? Und für die EZB hat Olga Cepic mal diesen Chart hier gezeigt, die sogenannte Excess Liquidity. Also die überschüssige Liquidität. Wenn die EZB mal anfangen würde, hier die Zinsen anzuheben, dann müsste sie auf diese Excess Liquidity Zinsen bezahlen und das wäre richtig teuer. Dann würden wahrscheinlich die ganzen Überschüsse der einzelnen Notenbanken ziemlich schnell pulverisiert. Also man hat sich da in eine ziemlich ungute Lage reingebracht. Und was ist, wenn jetzt die Inflation doch dauerhafter steigt? Wir sehen zum Beispiel in Sachen Transport keinerlei Nachlässe bei den gestiegenen Transportkosten, neue Rekordhochs bei Container Shipping Rates und wir sehen auch beim Harpex Index auch ein Frachtratenkostenindex, der zeigte weiter steil nach oben. Wir sehen, dass der Inflationsdruck noch kommt in Sachen gestiegene Hauspreise und Mieten. Dann gibt es nämlich die sogenannte Owner's Equivalent Rent, die in die Inflationsberechnung mit einbezogen wird. Und hier sehen wir, dass eben die Hauspreise massiv gestiegen sind und diese Owner's Equivalent Rent nachziehen wird. Wir haben ja am Mittwoch die US-Verbraucherpreise. Also hier sehen wir einen Faktor, der noch gar nicht wirklich drin ist, angesichts der schon sehr hohen Inflationsraten. Ist das noch gar nicht in der Berechnung mit drin. Jetzt kommt möglicherweise in dieser Woche doch Bidens Infrastrukturprogramm durch. Das sieht zumindest so aus, wie hier Politico und Gespräche mit Bernie Sanders zeigen. Also dadurch würde eine Nachfrage entstehen. Das wäre dann tendenziell auch wieder inflationär. Und inflationär ist auch, dass die Amerikaner derzeit Geld leihen wie noch nie. Die Kreditvergabe ist so lax wie schon lange nicht mehr. Die Banken haben praktisch hier die Vergabestandards für Kredite nochmal deutlich aufgeweicht. Warum? Weil sie in Cash ertrinken und sozusagen dieses Cash dann irgendwie auch loswerden wollen. Einerseits bei der Fed mit diesen Reverse Repos und andererseits geht das jetzt eben zu den Konsumenten. Das dürfte dann die Geldumlaufgeschwindigkeit wiederum steigern, was eine Voraussetzung für Inflation ist. Und Inflation kommt jetzt auch aus China. China hat jahrelang Deflation exportiert. Jetzt exportiert man Inflation. Wir sehen die Verbraucherpreise etwas höher als erwartet, aber vor allem die Erzeugerpreise mit 9% zum Vorjahresmonat mehr als erwartet. Das heißt, hier gibt es einen riesen Gap zwischen den Kosten, die die Unternehmen haben, nämlich die Erzeugerpreise und den Verbraucherpreisen. Das drückt normal auf die Marge, auch wenn Firmen teilweise andere Sachen kaufen als Konsumenten. Aber China exportiert latent Inflation, finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir, dass China ja deutlich abschwingt. Hier die Einkaufsmanager-Indizes China gegenüber alles außerhalb Chinas. Goldman Sachs hat jetzt die Wachstumserwartungen für das dritte Quartal sehr deutlich von 5,8 auf 2,3% runtergestutzt. Das ist ein ziemlicher Hammer. Und wir sehen auch die Exporte, Importe, die am Wochenende aus China gemeldet wurden, schwächer als erwartet. Also hier ist die Frage, ist diese Erwartung, dass dieser Boom doch kommt? Das haben ja die US-Arbeitsmarktdaten so ein bisschen wieder gedreht. Da haben wir gesehen, dass zyklische Werte zulegen konnten, dass Value zulegen konnte, Tech dagegen, Growth nicht so gut lief, weil man sich eben gesagt hat, oh, guckst du die Arbeitsmarktdaten, die waren gut. Die Frage ist, was passiert mit China? Die Frage ist, was passiert mit den Anleiherenditen? Werden die weiter absacken oder gibt es jetzt den Sprung über die 1,30-Marke bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe? Wie wird sich der Dollar verhalten? Das sind derzeit die großen Themen. Gold jedenfalls hat sich schon deutlich erholt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.